Eigentlich wollte ich sagen, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, aber da sind wir wieder. War ich ein Ich bisschen zu müsste mich schnell. noch einer alten Maschine nähern, die Handa geplündert haben will. Ich könnte Plasma-Munition einsetzen. Habe ich nicht. Das wird Handa gefallen. Das kann Handa eher nicht gebrauchen, aber ich. Wofür sie wohl die ganzen Maschinen eingesetzt haben? Auch Verwüsterteile, um die Überbrückung zu reparieren. So, jetzt erstmal Heilung aufsammeln. Einen Stein wollte ich eigentlich nicht. So. Dafür habe ich keine Metallknochen. Nützlich sein. Ich muss warten, bis er wieder da drüben ist. Damit ich hier aufstemmen kann. Und ich muss halt eben warten, bis er weg ist. Dieser Jägerkiller bedeutet Ärger.
da haben wollen. Das passt eher nicht zu Hannas Rüstung. Dann behalte ich's einfach. Damit kann man wohl keine Rüstung machen. Vielleicht nützt es mir für was anderes. Boah. Das passt. Das sollten genug Relikte für Hannas Rüstung sein. Muss sie jetzt nur noch zu ihr bringen. Willst du an unserer Seite stehen, Fremde? Ja. Ich wollte dann als nächstes hier. Unbekannt, unbekannt. Guck mal, den Unterschlupf habe ich. Ich würde sagen, porte ich mich doch direkt dahin. Zwei von vier Bauteil-Quests habe ich schon mal wieder. Ist ja schon mal schön. In Hannas Vertrag steht, dass die Diebe, die sie sucht, hier vielleicht vorbeigekommen sind. Ein leeres Lager. Die Ausrüstung sieht nach Osseram aus. Könnte von den Dieben sein, die ich suche. Mal sehen, ob mein Fokus eine Spur findet. Ah, in die Richtung. Sorry. Ja. Ah. Ich wollte schon sagen. Hier ist etwas passiert. Die Richtung ändert sich. Wieso? Zeit für meinen Fokus. Vielleicht finde ich heraus, wohin die Diebe gegangen sind. Die Schnappmaulüberbrückung ist beschädigt. Aber mit mehr Teilen kriege ich das wieder hin. Wo sollte ich jetzt hin? Machen wir erstmal die Quest. Dann kümmern wir uns um die andere. Damit kann ich meinen Beutel auffüllen. Ha!
kann die Maschine mit Schockmunition ausschalten. Ja, aber nein. Will ich gar nicht. Da ist der Metallturm. Und das Relikt, der müssten hier irgendwo sein. Ab nach unten. Also sind die da oben. Ja. Da ist irgendwo ein Greifer. Oh, meine Nase juckt gerade. Ich muss ja erstmal gucken. So. Warte mal, warte mal, warte mal. Ich hab den. Oh. Das? Ne. Hoch. So. Also außen ist auf jeden Fall eine Leiter. Okay. Okay. Muss ich erstmal gucken. Da oben. Könnten die Rede sein. Wie komme ich an sie ran? Da sind sie ja. Oh, so geht's auch runter. Ja. Eine Ruine der alten Welt. Könnte sich lohnen, mal reinzuschauen. Ja. Vielleicht finde ich etwas. Da kann ich kaputt reißen. Da ist eine Tür. Also, was haben wir hier drin? Eine versperrte Tür. Braucht wohl ein Schlüsselmodul. Da ist das Schlüsselmodul. Da muss ich rein. Aha. Zeit ist hochzujagen. Aha.
das war's mit dem leichten Weg. Wie komme ich jetzt zum Vorsprung da oben? Okay. Machen wir doch hier erstmal alles kaputt. Verbringt hier nichts. Ich habe eine Idee. Vielleicht. Ha. So. Guck mal. Ich muss irgendwie in den Turm kommen. Eine Kiste. Wird dir helfen. Aber wohin damit? Oh. Nee, das geht nicht. Ich muss einmal gucken, wie komme ich denn da runter jetzt? Da komme ich noch gar nicht hin, okay. Ah. Ich weiß, wo ich mit der Kiste hin muss. Ich glaube, ich weiß, wo ich hin muss. Die Frage ist, kriege ich da jetzt auch wieder hoch? Hoppala. Das rührt sich nicht vom Fleck. Na. Kriege ich da nicht mehr hoch. Obwohl, die hätte ich eh nicht dahin gekriegt. Okay. Dann muss ich. Das geht auch nicht. Hier komme ich auch nicht rein. Irgendwie muss ich da ja hochkommen. Ah. Vielleicht von hier, dann da hoch. Da drin ist ein Relikt.
Aber wie komme ich da ran? Da drin ist auch ein Schlüsselmodul. Eine Kiste reicht nicht aus, um den Vorsprung im Turm zu erreichen. Okay, dann brauche ich doch diese zweite Kiste da oben. Ja, das sitzt fest. Komm schon. Ich muss es von weiter weg versuchen. Ich glaube, ja. Einen Moment. Ich habe eine Idee. So. Dafür ist die Hülle, komm schon. Du bist stark genug, ey, lol. Komm, schaffst du. Hat geklappt. Das Relikt ist über mir. Aber wie komme ich da hin? Also von hier nicht. Aber wahrscheinlich brauche ich dafür das Schlüsselmodul, damit ich da hinten aufmachen kann. Ich glaube, ich kann die Tür öffnen. Hat geklappt. Dadurch, dass ich aufmachen kann, bestimmt eine dritte Kiste. Aha, okay. Ich glaube, ich brauche nur eine Kiste. Zuerst etwas weiter weg. Dankeschön. Ah, warte mal. Ich brauche beide Kisten. Damit ich die obere dann da wegziehen kann. Okay. Ich möchte erst dich ziehen. Ja, diese Reliktruine mache ich noch. Zu Ende. Diese Auffolge. So. Mal wieder verbinden.
So, muss ich einmal hier hin. Ach, komm schon. Ich die Kiste nach oben schieben. So. Noch eins dieser Relikte. Ich krieg sicher später raus, was ich damit mache. Als Tom alle davon überzeugt hat, Pfeiler auf die Landkarte zu werfen und Elvis entscheiden zu lassen, wusste ich, dass ein paar seltsame Orte dabei rauskommen würden. Aber das hier, eine Kirche in Mammoth Lakes? Ich hoffe ja, dass Kyle, wenn er uns aus Vegas hierher folgt, vom Pastor dabei erwischt wird, wie er in den Turm einbricht. Moment, haben diese Dinge überhaupt GPS-Tags? Lisa. So. Hätten wir das nämlich auch erledigt. Ach, hier ist was. Hinsehen. Vielleicht finde ich ja noch was. Also hier sollte nichts mehr sein. Kiste. Ja, diese alte Vorratstruhe, aber ich wüsste nicht, wie ich da dran komme. Egal. Dann porten wir uns mal wieder dahin, wo wir hinwollen. Und zwar zu dem Verwüsterer hier. Dafür verwüstern wir uns wieder dahin. So, einen Verwüster müssen wir killen. Hoppala, warte mal. Die Maschine ist widerstandsfähig gegen Schock. Die Verwüster, die Handa meinte, sollten nahe sein. Noch die Ware.
Dreh um. Boah. Das ist ein zweiter Verwüsterer. Erschrocken. Kannst du dich bitte mal umdrehen? Danke. Sicher hat Hanna nichts dagegen, wenn ich mir die mal leihe. So. Ich sollte mir die Kanone holen, bevor ich gehe. Mal sehen, ob ich die Verwüsterkanone für Handa kriege. Jetzt. Geschafft! Ich sollte Hanna sagen, dass ihre Leute das Ding holen können. Ja. Okay, dann gehen wir zum Lagerfeuer, porten wir uns da zu Hanna. Genau. Ich vergesse immer, dass ich mich mit X teleportiere. So. Fortfahren. So, Hanna. Ich habe die Bauteile für dich. Und auch die alten Relikte aus den Ruinen. Ich fand sie, als ich die Diebe verfolgte. Sie hatten sich mehr Ärger aufgehalst, als sie vertragen konnten. Ja, das ist der verbotene Westen. Ich hab auch die Blumen, die du wolltest. Ah! Endlich kann ich diesen Blumentrank probieren, von dem die Utaru schwärmen. Wunderbar! Heißt das, dass du jetzt mit dem Schmieden der Rüstung anfängst? Nicht ganz. Ich machte einen Morgenspaziergang, um mich auf meine visionäre Aufgabe vorzubereiten. Und ich traf auf eine Herde Lanzenhörner. Flink, zierlich, aber kraftvoll. Die beste Rüstung im verbotenen Westen sollte ebenso sein. Dazu bräuchte ich nur ihre Teile. Vielleicht könnte ich sie für dich besorgen. Mehr wollte ich nicht hören. Boah. Ich muss gehen. Ich wünsche dir viel Glück. Diese Herde ist schnell. Die Plünderer schlagen vor sich, bevor den Angriff über die Tatze. Okay. Lanzenhorn-Herde erlegen, die Bauteile einer der Maschinen bergen und die Begutachtung zur Begutachtung einreichen. Der Rest der Beute wird von den Plünderern geborgen. Das wäre dann wo?
Achso, hier. Direkt nebenan. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.